Ich werde es doch gleich wegstarten, bevor an. Schön, dass auch wieder da sind. Wunderschönen guten Morgen hier zum Auftakt der Moped-Saison. Es wird natürlich ein grandioses Jahr werden, wenn ich schon so anfange bei minus 2 Grad. Es kann gleich mal wärmer werden, noch besser, ich versprich's. Und auch wir werden wir auch noch finden. Alles klar. Ja. Ja, heute haben wir einen Hillclimb Nummer 3 gehabt, Hillclimb 3. Wir haben wieder einmal beim Crosspoint unsere erste Ausfahrt des Jahres stattfinden lassen, also quasi zur Eröffnung des Sommers und der Moped-Saison haben wir uns getroffen beim Crosspoint und haben ein Rennen gemacht, quasi von der Hochgurgelbahn hinauf auf den Kirchenkern. Hillclimb ist eigentlich die Eröffnung der Moped-Saison, wenn man so möchte. Da fangen wir eigentlich jetzt an. Unten bei der Hochgurgelbahn treffen wir uns wieder zum Kampf Mensch gegen Maschine. Grüner Patrick zuerst auf dem Bike hierher zum Crosspoint, schnallt er um auf die Tourenski und tigert dann auch hinauf auf den Kirchenkar, wo dann jeder mit seinem Moped nach oben fährt und derjenige, der gleichzeitig mit Patrick ankommt, der gewinnt. Ja, der Rötzeler Moped-Verein existiert jetzt schon seit 5-6 Jahren ungefähr. Wir machen eigentlich eine Rundfahrt durch Tirol und Südtirol mit mittlerweile knapp 2000 Teilnehmern, die wir da mit haben. Und das ist eigentlich jedes Jahr Ende Juni, ist immer soweit, dieses Jahr wieder am 22. Juni. Die Faszination 50 Kubik Kult ist ja, kann man eigentlich schwierig beschreiben. Es ist eigentlich so blöd, dass es wieder gut wird. Es ist die Leidenschaft am Langsamfahren, an den alten Fahrzeugen, an die ganzen alten Mopeds, das Ganze am Leben zu erhalten und einfach sich mit Gleichgesinnten in sich regelmäßig zu treffen.